Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zur weiteren Folge Graveyard Keeper. So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen rausgefunden auch, wie wir dann unsere ganzen unsere Skills mal nach oben bringen können, damit wir auch ein paar Sachen mehr machen können. Es fehlen noch ein paar Sachen, die wir machen können, also wir können noch mal reingehen. Wie man sieht, Eisen können wir, Nägel können wir auch, das ist auch wichtig, dass wir das machen können. Deswegen gehen wir mal raus, probieren das mal aus. Zack. Einen Ofen, haben wir den schon aufgestellt, einen Ofen? Haben wir noch gar nicht, ne? Einen Ofen könnten wir mal aufstellen. Gehen wir hier hin. Meine ich zumindest. So. Ofen, da fehlen uns natürlich ein paar Steine noch für. Mal gucken. Ein Stein. Okay. Gab es hier irgendwas, womit wir Steine auch noch irgendwie anders nutzen konnten? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal kurz. Eisen, primitive Schmieden. Was gab es denn hier oben noch? Landwirt. Beim Fleisch zubereiten haben wir auch noch nicht so viel. Umpflanzen können wir machen, brauchen wir aber nicht. Hier ist eigentlich das Wichtigste. Beim Holz, da könnten wir natürlich auch schon was machen. Guck mal hier, Steinmetz. Da können wir zwischen herstellen einen Stein, das ist ja wichtig, das müssen wir machen. Also machen wir das einmal. Bam. So, mehr können wir auch nicht machen. Dafür müssen wir jetzt hier hingehen. Steinschneider. Wird wahrscheinlich das Ding sein. Den bauen wir, den setzen wir direkt mal hier neben. Was ist das? Jo. Gut. Einmal hineiern. Den da hinsetzen, damit wir auch Steine machen können. Das ist auch wichtig. Sonst kommen wir ja nicht voran. Boah. Mach das mal heile, das Ding. So, jetzt können wir Steine machen. Aber einen Stein können wir nur machen, wenn wir. Wir sind so ein. Okay, dafür brauchen wir einen Stein. Haben wir noch nicht. Eisenerz. Ein Stein. Grabstein. So. Hier Grabsteine geben. Hä? Warte mal. Ein Stein. Das verstimmt doch hier nicht. Achso, okay. Gut. Aufgabe, Warteschlange, ein Stein. Ne, ist ja Quatsch. Nicht genug Ressourcen. Warte mal. Weg zum anfälligen Steinschneider. Hier, guck mal. Kann aus Eisenadern. Aus Eisen in Bergen gewonnen werden. Haben wir ja nicht. Ein Stein. Fügt den Grab. Den Grabstein. So. Okay, und hier mal rüber. So, nehmen wir weg. Was können wir jetzt machen? Jetzt haben wir einen Grabstein gemacht aus den Steinen, die wir haben. Oder bin ich verkehrt? Nö. Na gut. Dann machen wir nochmal zwei Grabsteine. Würde ich sagen. Wird die auch haben. Ich habe schon gleich die ganze Energie verloren hier. Das ist der Hammer. So. Mit den Grabsteinen können wir natürlich die Grabsteine verbessern. Jetzt müssen wir wieder hier rein. Muss leider ein bisschen hinlegen nochmal kurz. Denn sonst. Also muss sagen, die Energie geht ein bisschen schnell weg. Das nervt mich ein bisschen. Das könnte ein bisschen weniger schnell weggehen. Das wäre einfacher. Aber naja, was soll man machen? So, ausgeruht und frisch. Gut. Hier noch was machen? Na, das können wir auch noch fertig machen. Okay, machen wir das fertig. So, die brauchen wir auf jeden Fall. Ohne die können wir auch nichts anderes reparieren irgendwo. Nicht genug Ressourcen. Was fehlt uns noch da? Es fehlen uns Nägel. Okay. Ein Stein. Was ist denn das? Ein Stein. Das macht er jetzt aber aus unseren. Verstehe. Okay. Gut, also wir gucken mal in unser Inventar. Was haben wir hier oben?
Ein Grabstein und zwei normale Steine. Okay, man kann also aus den Grabsteinen auch wieder einen Stein machen. Das ist natürlich ein bisschen quatschi. Also nicht quatschi, aber brauchen wir ja nicht. Gut, was machen wir in die Kiste rein, ja? Also einen Grabstein holen. Lass uns doch mal hingehen zum Friedhof und gucken, ob wir da schon was reparieren können, damit wir ein, zwei Sachen haben. Oh Mann, jetzt können wir auch schon die dickeren Bäume abholzen. Das wird so schön. Nehmen wir gleich mit. Oh, dann lass uns doch kurz die Bäume noch abholzen, bevor wir da jetzt. Bevor wir jetzt da rüber eiern. So. Das auch. Definitiv. Gut. Okay, wir gehen trotzdem mal ganz kurz zum Grabstein rüber. Ich will einmal sehen, ob ich das irgendwas hier ändern kann bei den Gräbern, dass wir ein paar mehr Punkte bekommen, denn dieser Bischof kommt ja irgendwann wieder und will natürlich, dass wir uns das alles ordentlich haben hier. Und wir können jetzt hier ein Holzkreuz, können wir natürlich reparieren. Das machen wir mal. Noch einen Zaun drumherum machen? Ne, können wir nicht. Kein Grabstein, können wir aber einen Steingrabstein draufsetzen. Freuen Sie sich. So, hier genauso. So. Zack, da setzen wir auch einen Grabstein drauf. Gut. Ein Blumenbeet können wir noch nicht machen, da fehlen uns noch einige Sachen für. Hier ist zum Beispiel ein Minus. Da soll was machen. Reparieren können wir das nicht. Hier ist ein Reparationsset für. Das ist hier. Das können wir aber reparieren. Das machen wir. Hier genauso. Reparieren wir. Das ist hier. Reparieren wir. Wir sind schon bei minus 9 und wir brauchen 5. Also wir müssen noch ein bisschen reinklotzen, aber das können wir ja schaffen, wenn wir die anderen Sachen jetzt nach und nach aufbauen. Dann wird das was. Ist viel Arbeit hier auf dem Friedhof, viel Arbeit für so einen kleinen, einfachen Mann wie mich. Außer, oh Mist, die Leiche liegt hier schon etwas länger, würde ich sagen. Kacke. Na gut, nehmen wir das mal raus hier. Das Fleisch wollen wir auf jeden Fall haben. Fett, die Haut nehmen wir auch. Gut. So, die Leiche an sich. Müssen wir wahrscheinlich nehmen und vergraben. Machen wir auch nochmal. Gehen wir kurz raus. Der kommt ja jeden Tag und bringt eine Leiche. Hab ich natürlich nicht gesehen. Aber können wir die da nicht reinlegen erstmal? Nee. Geht nicht. Okay, müssen wir zum Friedhof nochmal. Uch, das ist jetzt blöd. Obwohl, nee, warte mal. Wir legen die mal kurz hier rein. Wir müssen ja eh jetzt ein bisschen rasten. Hier. Ja, da finden wir uns noch ordentliche Sachen für. Ah, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ist auch alles verbunden miteinander hier unter der Erde. Wie der Typ uns gesagt hat. So, hoch. Müssen noch mal ein bisschen Energie scheffeln. Das ist ein bisschen blöd mit den Energiesachen. Also das ist ja wirklich wenig, was man machen kann. Man kann natürlich Sachen kaufen, um Energie sich voll trinken kann, aber das kostet ja auch wieder Geld und so. Deswegen ist das hier eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Mal sehen, ob wir irgendwas finden, mal, wo man es noch ein bisschen besser handeln kann. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Holz legen nochmal. So, Holzscheit. Seht ihr, wie schnell das da oben wegläuft? Das ist schon echt viel. So. Okay, können wir natürlich nicht machen. Hier ist noch Nägel. Wie konnten wir die Nägel? Wo konnten wir die denn anfertigen? Hölzer und Grabohren. Die können wir machen. Das machen wir jetzt auch. Die brauchen wir dann. Machen wir erstmal 4 Stück. Ja, 4 ist gut. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, aber dann haben wir ja schon mal ein paar. Das sind die Gräber drüben. Kriegen wir noch hin?
Natürlich nicht. Gut. Alter. Das ist, als ob die Arbeit so hart ist, dass man die ganze Zeit schlafen muss, oder? Ist auch ein bisschen Weicheiflöte, der Typ. Na gut. Das Spiel gefällt mir irgendwie voll gut. Ich weiß nicht warum. Habe jetzt Mario Maker gar nicht mehr angefasst irgendwie. Weil mir das Spiel irgendwie gerade ein bisschen besser gefällt. Aber ich werde auf jeden Fall noch Mario Maker was machen, aber erstmal das hier. So, hier kommen noch erstmal die Kreuze fertig hier. So. Nicht genug Ressourcen, genau. Was brauchen wir dafür? Brauchen Nägel. Wo kriegen wir nochmal die Nägel her? Nägel können wir nur schmelzen eigentlich. Das heißt, dafür brauchen wir den Ofen, den wir noch nicht haben. Das heißt, wir können nur Nägel beim Typen kaufen, aber dafür einen Ofen brauchen wir Steine und einfache Eisenstücke. Ja, lass mal gucken, wo wir einfache Eisenstücke herbekommen. Können wir unsere Technologien mal gucken. Also hier gibt es zum Beispiel Brennholz, kann er machen. Ah, hier brauchen wir noch gar nicht gucken, das ist viel zu viel. Brennholz brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwann. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Bergbau, können wir Kohle und Eisenerz sammeln. Das ist natürlich ganz gut, weil das brauchen wir auch. Lass mal weiter gucken. Oh, warte mal. Wollen wir Essen brauchen nicht gucken. Hier bei der Schmiedekunst. Dort kannst du den Schmieden. Herstellen komplexe Eisenstücke. Da, primitive Schmieden. Einfacher. Da können wir Nägel links erstellen, aber das Problem ist, wir können auch keinen Ofen machen. Laubhause Ofen. Herstellen Eisenbarren. Aber den Ofen können wir nicht bauen. Was natürlich blöd ist. Wir wollen gerne einen Ofen bauen. Okay. Ofen können wir noch nicht bauen, wissen wir jetzt gerade. Also wir müssen uns ein paar Zutaten dafür kaufen. Dann müssen wir die Leiche aber einmal beerdigen, damit wir wieder ein bisschen Kohle bekommen. Joa. Ich glaube, wir machen... Ne, machen wir jetzt nicht. Wir gehen mal runter und beerdigen die Leiche schnell. Denn das muss ja sein, anscheinend. Die ist auch voll fertig, die Leiche. Oh, mit. Nein, nein. Hat die jetzt da liegen gelassen? Gut. Ja. Komm mit. Dann glaube ich auch nochmal ins Dorf gleich. Aber wir machen gar nicht so viel. Da passen echt immer nur so. Na gut. Gucken wir hier hin. So. Macht so. Grabstein haben wir nicht, aber wir können Grabzaun machen. Zack. Noch einer, der keinen Dings hat, hier, er hier zum Beispiel. Ah, bauen wir auch rum. Gut. Also, da gibt es noch, was wir brauchen können. Ja, wir können mal was rüberpacken. Machen wir rüber. Machen wir auch rüber. Blut kommen auch rüber. Holzstöckchen, perfekt, um Leute zu pieken oder Feuer anzuzünden. So, wir müssen ein bisschen Steine finden noch hier irgendwie. Wir müssen halt Steine machen. Ja, das ist ein Haufen Arbeit, die wir hier haben. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir es machen. Ich will mal kurz auf mein Grundstück gehen hier. Stein weg. Ein Stein, okay. Brauchen ein paar mehr Steine. Kommen wir nicht hin. Jetzt haben wir jetzt ein paar Steine, die brauchen wir ja. Hier. Auch.
Ah, komm, kurz auf. Dabei sind. Ah ja, jetzt haben wir Energie da oben. Hui. Gut. Nein! Nur Energie. Wir müssen wieder Energie holen. Gut, dass wir hier hoch weiter hoch können, fällt mir gerade auf. Da können wir richtig viele Steine sammeln. Perfekt. Für uns. Jetzt müssen wir kurz mal schlafen gehen. Kopfgewamm hier reinpacken. So. Packen wir auch alle rein. Ich weiß nicht genau, was wir noch alles brauchen. Aber ist vielleicht besser, als immer da rein zu tun. Guck mal, mein Leben kriege ich auch wieder, Gott sei Dank. Fast am Sterben, die Fledermäuse. Jetzt haben wir noch einiges hier eingesammelt, das können wir machen. Mach mal auf. Also noch ein paar Grabsteine noch. Eins. Zwei. Drei. Ja, wie geil, ne? Jetzt kann ich direkt wieder reingehen und ein bisschen ratzen. Das ist doch total behindert. Es muss schon eine andere Möglichkeit geben, noch mehr Energie zu bekommen, also die länger hält, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, also, weil das so ist, ist ja blöd, das macht mir ja auch keinen Spaß. Macht für euch ja auch keinen Spaß, wenn der Typ alle zwei Minuten schläft. Naja, aber ich glaube, das ist am Anfang so, muss man schon Lehrgeld zahlen. So. Haben wir hier nochmal? Nägel, okay. Die Nägel bekommen wir erst, wenn wir andere da den Ofen bauen können. Also wir müssen den Ofen ja irgendwie bauen. Ofen gehen hier. So, Ofen. Brauchen wir Steine? Achso, die habe ich alle verballert, ne? Gut, dann lass uns noch ein paar Steine sammeln gehen. Wir sammeln jetzt mal 14 Steine. Hier, guck mal, hier sind noch genug Steine. Die sammeln wir jetzt mal. So viel Stein, Geröll. Was denn? Guck. Achso, und wir wollten diesen Erz, wenn wir auch mal rumbasteln. Kriegen wir bestimmt irgendwas rausgehackt. Zwischen Eisenerz oder so vielleicht? Eisenerz, guck mal. Sehr gut. Aber wir wollen noch ein paar Steine haben. Auch eine Technologie. Was? Konntest du gerade eben auch. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich, weil ich dich am Baum war, ne? Ah, guck mal. Jetzt funktioniert's. Jetzt läuft's. Sehr gut. Komm, hier noch ein paar Steine mit. Ja. Harte Arbeit, dann darfst du auch gleich schlafen. Dein wohlverdienten Schlaf darfst du dann machen. Okay, wir müssen noch überlegen, wo wir... Dein Werkzeug rausgeht, ist kaputt, du musst es reparieren und was weiter. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch mal gucken mit, Es ist ja schön, dass wir jetzt gefunden haben, genug Steine, aber wir brauchen natürlich auch dieses Eisen noch, ne? Wir müssen auch noch gucken, was wir das irgendwann kriegen. So, gehen wir erstmal wieder zurück zur Hütte. Das können wir doch hier ganz locker schleifen, oder bin ich verkehrt? So. So. Schön heiler das Ding. Gut, so, ich guck mal ganz kurz, wie viele Steine wir haben. Wir brauchen, na guck mal, wir haben 31 und wir brauchen jetzt dieses Eisen. Wo kriegen wir das Eisen her, ist die Frage.
Einfache Eisenstücke. Einfache Eisenstücke. Wie viel brauchen wir davon? Hab ich gar nicht geguckt gerade. 4 Stück. Sollen wir ins Dorf laufen? Gucken, ob wir die da kaufen können vielleicht? Da können wir aber erstmal schlafen gehen, denn wir werden alle pennen im Dorf noch. Behaupte ich mal. Und das ist doch cool. Haben wir schon mal ein bisschen was erreicht. Das hier wird so ein Mammutprojekt, kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird man wahrscheinlich, das werde ich wahrscheinlich ewig spielen. Also solange es mir Spaß macht auf jeden Fall. Da kommen wir glaube ich nicht drum rum. Was hier? Technologie? Okay. Wir gehen jetzt erstmal ins Dorf, das ist das Wichtigste. Genau. Oh, wollte ich gar nicht. Mal gucken, ob wir irgendwelche Technologien nochmal nehmen können. Ruhig nochmal ganz kurz. Gerade so wichtig bei mir das hier. Fortgeschrittenes Schmieden können wir auf jeden Fall machen. Und Werkzeuge. Energiewaffen sind 100%. Gefährlich an hölzernen Amboss. Das können wir auch mal machen. Wie viel haben wir jetzt überhaupt da oben? Wir machen es noch nicht. Wir müssen ja den Kram noch bauen nachher. Aber es ist gut zu wissen, dass wir schon so viel haben. Von daher gehen wir erstmal ins Dorf. Schauen, ob die uns was zu bieten haben. Wir müssen auf jeden Fall so oder so zum Schmied. Das ist ganz wichtig. Da muss ich ja irgendwas verkaufen können. Wir müssen aber erst in die Taverne rein, um nochmal diese Todesdings da zu verhökern. Bin ich glaube ich dabei, ne? Ja, ich geh mal hoch zu ihm. Handeln. So. Gut. Haben wir schon mal. Aber wir können ihn mal fragen, wenn wir schon mal hier sind. Fragen wir ihn nochmal wegen dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten in der Sries gefunden. Kannst du mir darüber was sagen? Oh, der Garten. Der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemanden Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu nutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe vom Friedhof anbauen? Cool. Hör weiter zu. Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Er ist nicht recht, uns dir einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm regelst. Na klar, ich rede mit ihm. Er kommt jeden... Okay, um mit anderen zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Werte. Okay. Gut. So. Du schon wieder. Sei selbstsicher. Ich kann nichts machen. Okay. Gut. Aber es macht ja nichts. Ein Stückchen weit sind wir gekommen. Wir rennen jetzt mal zum Schmied. Wenn er dann wach ist. Und auch willens ist, uns was zu verkaufen. So, komm hier durch. Oh, ne? Mal kurz weg, die Scheiße. So, da ist er. Hallo. Ich brauche ein paar Nägel. Ne, davon brauche ich was. Och, scheiße. Kann ich gleich kaufen, oder? Doch, kann ich. Wie viel braucht man davon? 4 Stück, ne? Nehmen wir lieber 6 mit. Ich weiß nicht mehr, wie das waren. Und ein paar Nägel nehmen wir auch mit. Die könnt ihr nachher selber machen. Aber macht vielleicht Sinn, trotzdem ein paar mitzunehmen. Haben wir so viel Kohle? Haben wir natürlich nicht. Vielen Dank und zurück ins Dorf. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, ich gehe zurück und dann werden wir diesen schönen Ofen mal bauen, ne? Bis dahin. Tschüss.